Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Das letzte Mal haben wir, ja, unsere Arbeitgeber kennengelernt. Die taffe Rinoa, unter anderem, die auch jetzt gleichzeitig, ja, die Chefin ist, sozusagen. Und sie hat uns einen sehr komplexen Plan mitgeteilt, wie wir den Präsident von Delling kidnappen. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Wir haben das letzte Mal den Plan ja schon ausgiebig durchgecheckt und ich hoffe, wir werden jetzt das ganz gut machen, denn es wird um Zeit gehen und es klingt nicht einfach. Ist eigentlich egal, aber warum sieht das Modell des Pressiwaggons so unfertig aus? Die anderen Modelle haben wir gekauft, aber den Pressiwaggon hat Rinoa gebastelt. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Stimmt eigentlich. Sehr witzig. Das war Absicht. Absicht. Mein Hass auf Delling hat sich in dieser Form gezeigt. Aha. Hass, so, so. Du hast ihn wirklich so sehr, dass du das Modell derart versaut hast. Verstehe. So, so. Interessant. Ist doch egal. Ende der Besprechung. Okay. Verstanden? Ja, wir haben es verstanden. Jetzt bilden wir die Truppe. Ich sammle Informationen. Oh, mein Magen. Okay, klassischer Drückeberger anscheinend. Sie fährt los. Ich gehe mal kurz gucken. Hey Leute, es geht los. Eieiei, ob das klappt. Sagt Watz Bescheid, wenn ihr bereit seid. Lass euch aber bitte nicht zu viel Zeit. Nö, nö, keine Angst. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ein Zeitungsartikel. Ja, lesen wir mal. Die Schattenseite der Politik. Erstausgabe. Der Diktator der Republik Albadia. Präsident Vincent Delling. Genau, den wollen wir jetzt entführen. Wir berichten über die verdeckten Geheimnisse und darüber, wie er seine jetzige Position erreicht hat. Okay, das lesen wir vielleicht jetzt nicht in Ruhe. Zeitungsartikel, ist das jetzt ein anderer? Mal kurz gucken. Zweite Ausgabe. Vincent Delling wurde kurz nach dem zweiten Hexenkrieg zum Präsidenten gewählt. Nachdem er diese Position einnahm, begann er mit der Beseitigung von Rivalen und politischen Gegnern. Diese Furcht und Unterdrückung errichtete er eine Diktatur. Nur um eine einzige Person zu vergöttern, wurden viele unschuldige Bürger in Taimba hingerichtet. Bereits in den jungen Jahren besaß Vincent Delling die absolute Macht. Okay. Klingt ja nach einem netten Zeitgenossen. Okay, mein Freund, wir sind bereit. Oh, mein Magen. Ja, ich weiß. Gut, dann gehen wir halt mal raus. Ob das gut geht? Hey, ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen. So, mein Freund, oder? Können wir da ein bisschen gucken? So, nee, okay. Schon die Präsidentenpuppe gesehen? Noch nicht? Dann habt ihr was verpasst. Sie sieht wirklich genial aus. Ach ja, viel Erfolg bei eurer ersten Mission. Bereit? Okay. Es geht los, Leute. Hierher, Squall! Okay, wir kommen. Sieht auch schon ziemlich gut aus. Gleich sind wir im Wachwaggon. Lass uns rüber. Wir sollten im richtigen Moment springen, damit wir hier etwas Zeit sparen können. Für den gesamten Vorgang haben wir noch genau 5 Minuten. Wir müssen jede Sekunde sparen, damit wir nichts verpassen. Viel Glück, Leute. Ja, ich werde jetzt Texte auch ein bisschen schneller lesen, eben weil es gleich um Zeit geht. Denn jetzt, Freunde, geht's los. Oh mein Gott. So, ich soll warten, bis es kommt. Und dann... Zack, spring jetzt mal. Sollte doch klappen hier. Ui, großer Sprung. Und weiter geht's. Hierher! Ich komme mal. Oh, hier müssen wir hier schon aufpassen. Skalpare aktivieren. Hup. Hm? Er geht nicht. Er läuft nicht. Oh, ich kann ja schon. So, wie war das jetzt? Moment, ich muss mal kurz überlegen. Bei Blau soll ich doch nicht laufen, oder? Ich muss jetzt warten, bis Blau weg ist. Nur bei Rot soll ich laufen, oder? Ich versuch's einfach mal. Es geht doch. Ich komme einfach drüber. Okay. Ja, ich habe das unten jetzt nicht gelesen. Ich bin viel zu
konzentriert auf die Mission. Das ist der Präsidentenwaggon. Hier ist die erste Kupplung. Wir sollten uns beeilen. Okay, ich gucke mir noch mal schnell den Code an. Wir müssen jetzt auch gleich einen Zahlencode wahrscheinlich eingeben. Okay. Aber anscheinend noch nicht. Erstmal weiter vorpirschen. Keine besonderen Vorkommnisse. Du sagst das jetzt zum 27. Mal. Wie oft willst du mich noch damit nerven, bis wir Timebar erreichen? Aber das ist mein Job. Ja, das ist bestimmt nicht einfach. Auch wenn mich das nicht zu interessieren hat. Tut mir leid für die Störung. Jetzt wird mein Zoll bestimmt gekürzt. Mache ich das meiner Freundin einen Heiratsantrag? Ja, warte am besten damit noch ein bisschen, mein Freund. Denn du wirst gleich noch ganz andere Probleme bekommen. Das ist die erste Kupplung. Zuerst wird diese abgetrennt. Nach Watts Information stehen hier zwei Wachen. Xell und Selfie, achtet bitte auf diese beiden. Sagt uns rechtzeitig Bescheid, wann sie herkommen. Verstanden. Ich achte auf den linken Blauen. Dann passe ich auf den Roten auf. Der Rote steht gleich in unmittelbarer Nähe. Du solltest selbst Acht geben. Wenn du L1 gedrückt hältst, kannst du nach links schauen. So, ran an die Arbeit. Weißt du noch, wie das geht? Ja, das mit dem Zahlencode. Klar weiß ich das. Wir müssen die drei Codes eingeben, um die Kupplung zu trennen. So, Squall, häng dich ans Seil. Okay. Ja, jetzt wird das auch erst mit den Wachen wichtig. Ich verstehe schon. Wenn du von hier zur Kontrolltafel runtergehen willst, musst du nach unten drücken. Um wieder hochzukommen, einfach nach oben drücken. Das geht aber nicht, während du die Codes eingibst. Dann mal los, Call. Okay, nach unten. Wir haben noch 4 Minuten. Viel Glück, Call. Okay. So, und nun? Ah ja. Verdammt. Ach, verdammt. ist so blöd, wenn ich... hier steht's doch. So, nochmal bitte. Ja. Okay, kein Problem. 2, 4, 1, 4. Okay. Erster Code akzeptiert. Der nächste bitte. 3, 3, 2, 3. 3, 3, 2, 3. Oh, da kommt jemand. Soll ich jetzt weg hier? Ja, okay. Ich hätte weggehen müssen. Was ist los, Call? Ich probiere es nochmal. Ja, sorry, ich muss mich da jetzt einfinden. Oh, aber das ist jetzt natürlich schlecht für unseren Counter, wenn der nicht zurückgesetzt wird. Wenn du nicht beim Hoch- und Runtergehen erwischt werden willst, musst du schnell reagieren, damit du rechtzeitig nach oben ankommst. Squall? Squall? Ich weiß, wie es geht. Mensch, ich war nur ein bisschen konfus. Wie immer. Okay, los. Ja, nach unten. Jetzt werden wir keine Zeit hier verlieren. Was? Jetzt habe ich auf einmal... Okay, jetzt habe ich auf einmal deutlich mehr Zeit. Nett. 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. So, zweiten Code schaffen wir jetzt auch noch, hoffe ich. Los, weiter. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. So, ich traue mich jetzt einfach noch schnell den dritten zu machen, hoffe ich mal. Schnell, hopp. Ah, da kommt da 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2. 1 und nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, mein Freund, nach oben. Hallo, weiter. Geh nach oben. Hierher, ja. Ja, ist geschafft. Schnell rüber. Okay. So weit, so gut, Freunde. Das sieht richtig geil aus. Okay.
Das Wichtigste wäre somit erledigt. Das könnte jetzt schon die Attrappe sein. Also das müsste sie eigentlich sein. Er wird mich wieder beschimpfen, aber es ist mein Job. Keine Vorkommnisse. Er meckert ja nicht. Woher hat er die Zeitung? Hey, hey, was ist? Irgendwas geschehen? Ich habe schlechte Laune. Verlass den Waggon. Ja, ja, jawohl, Herr Präsident. Steh hier nicht so dumm herum. Zurück auf deinen Posten. Jawohl. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich gar keinen Sold. Okay, die Attrappe ist anscheinend wirklich gut. Wow, verlaufen. Hat sich die Inneneinrichtung verändert? Oder irre ich mich? Ja, Leute, also das solltet ihr schon checken. Verdammt, was erzähle ich denn meiner Verlobten? Aber schon ein krasser Aufwand, was da diese Eulengruppe da veranstaltet. Hier ist die zweite Kupplung. Sie wird auch getrennt. Hier, auch hier sind zwei Wachen. Da Xell und Selfie jetzt an der Trennung der Eule arbeiten. Musst du selbst aufpassen. Wenn du nach rechts schaust, schauen willst, drücke R1. So, jetzt die Codes. Okay, vielleicht schaffen wir wieder alle drei auf einmal. Ich werde es mal versuchen. Aber naja, schauen wir mal. Ja, ich weiß, wie das noch geht. Wir müssen 5 Codes eingeben. Okay, das schaffen wir nicht. Da müssen wir auf jeden Fall einmal nach oben. Los geht's. Genau, geh nach unten. Dann mal los, Call. Wir haben noch 4 Minuten. Viel Glück. Wir haben eigentlich noch knapp 5 Minuten, aber egal. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Kann ich auch ein bisschen nach rechts gucken? So, okay. 4, 4, 4, 3. 4, 4, 4, 3. Okay. Zweiter Code akzeptiert. Da kommt einer. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Alles cool. So, jetzt warten wir kurz, bis die wieder weg sind. Okay. Sollte gehen. Weiter. 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1. Kurz nach rechts gucken. Ja, ich möchte nach rechts gucken eigentlich. Hallo. Ja, okay, alle. Ah, noch ein Code geht. 3, 3, 4, 1. 3, 3, 4, 1. Okay, jetzt gehe ich lieber nach oben. Wir haben noch die Zeit. Ich werde da jetzt nichts übereilen. Warten wir kurz. Kann ich hier auch nach rechts gucken? Ja. Ah, shit. Ich hätte den 4. Code eigentlich noch locker geschafft. Ja, den 5. meine ich. Aber egal, jetzt warten wir lieber. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, dass es komplett ohne Fails nicht klappt, das war eh klar, ne? So, runter. Und der letzte. 1, 1, 3, 3. 1, 1, 3, 3. 5. Code akzeptiert. Na, dann nach oben, mein Freund. Yay. Los geht's. Ich würde sagen, Mission erfolgreich. Irgendwie gab es beim Briefing so viel Input mit diesem Blau und Rot und Stopp und weiter. Und letztendlich hat man irgendwie nur das mit den Zahlencodes gemacht. Das hat mich halt am Anfang ein bisschen verwirrt, gebe ich zu. Jetzt so in der Praxis war es eigentlich viel einfacher, aber egal. Endlich lernen wir den Winzer kennen. Genial! Top! Ihr seid klasse! Mal sehen. Ich sammle Informationen. War doch klar. Ja. Langsam kennen wir es. Es liegt mal wieder an uns. Bin mal gespannt, was wir jetzt genau mit dem Präsidenten vorhaben. Ihr drei, sagt Bescheid, wenn ihr eure Ausrüstung überprüft habt. Wenn ihr bereit seid, wollen wir mit dem Präsidenten verhandeln. Verhandeln? Wir sollten lieber überprüfen, ob die GF gekoppelt sind.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, und ich denke doch mal, die sind gekoppelt. Die Gruppe hat sich ja jetzt nicht geändert, von daher alles gut. Sehr gut. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Und ich glaube, ich werde heute ein bisschen früher aufhören. Obwohl, warte mal, wie viel Zeit haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ja, wir haben jetzt eine gute 10 Minuten. Nee, ich werde was anderes machen. Ich werde was komplett anderes machen. Was eigentlich hier überhaupt jetzt nichts zu suchen hat. Aber umso schöner, umso spannender geht es dann morgen weiter. Wir werden mal da speichern. Ja, ich mache Unmengen von Saves auf, aber das ist ja egal auf der PlayStation 3. So, wir werden den Rest des Partes ein bisschen was anderes machen jetzt. Ich weiß nämlich nicht, ob das klappen wird. Wir probieren es einfach mal. Ich würde gern so eine Art Zelt benutzen. Genau, das ist jetzt genau das, was ich gern hätte, damit wir voll geheilt sind. Jetzt gehen wir in unsere Items. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben eine Wunderlampe bekommen. Vor dem Gebrauch, Spiel abspeichern. Hm, haben wir jetzt gemacht. Ich möchte einfach mal probieren. Es könnte sein, dass es jetzt eine große Fail-Nummer wird. Schauen wir mal. Wir benutzen jetzt die Wunderlampe. Denn ich hätte Lust, das jetzt hier zu schaffen. Das ist Diabolo. Diabolus, irgendwie so ähnlich heißt er, wenn ich mich nicht irre. Wer wagt es, mich im Schlaf zu stören? Und er ist ein... Verdammt, was ist denn hier los? Warum zum Teufel haben meine Leute keine GFs? Jetzt mal ohne Mist. Die Gruppe, ich habe sie doch nicht geändert. Und ihr wisst davor, als wir noch gekämpft hatten, die waren gekoppelt. Wer hat die entkoppelt? Wir sehen uns gleich an dieser Stelle nochmal, aber dann gekoppelt. Mann, Mann, Mann. So, Freunde, da bin ich wieder. Diesmal mit gekoppeltem Zeug. Und ja, es ist jetzt eigentlich ab jetzt optional. Ich werde versuchen, den Kerl zu killen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es eben nicht. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Er ist echt eine harte, gefährliche Nuss für den jetzigen Moment. Aber ich hätte ihn gerne, weil es gibt eine nette Belohnung, wenn man ihn schafft. Ich werde mal kurz gucken, was man bei ihm trauen kann. Ich glaube, ich weiß, was das ist, aber wir schauen einmal nach. Und werden... Oh, Tor fehlgeschlagen. Das verheißt, dass es etwas sehr Wertvolles sein müsste. Nämlich das da, glaube ich. Es ist Gravitas, wenn ich mich nicht irre. Ich werde es jetzt nochmal versuchen... Ah ja, jetzt sehen wir es sogar. Gravit heißt es hier. Und wir werden jetzt alles rausholen, was nur möglich ist. In dem Kampf werde ich Siren benutzen anstatt Shiva. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass Siren heiliger Schaden macht und somit gegen diesen Schatten Diabolos effektiv ist. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass er so heftig Gravita machen kann. Aber egal, dann wird es schlimmstenfalls eine Fail-Nummer. Man kann es ja auch vorteilhaft sehen. Gravita tötet wenigstens nicht, aber gut, er macht ja noch andere Angriffe, die wiederum dann töten können. Das ist natürlich nicht so schick. Mein armer Quetzerkottel hat nur ganz wenig. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich müsste... Na verdammt, ich habe jetzt aber auch keine Heil-Items für die Beschwörung dabei. Das ist jetzt natürlich blöd. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Ja, warum mache ich das jetzt? Weil ich weiß, dass der Fortlauf der Miss... Ah, verdammt. Der Fortlauf der Mission wieder mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das machen wir dann das nächste Mal in einem kompletten Part. So, das war jetzt natürlich nicht so gut. Bam. Ja, der Schaden ist nicht so tolle. Selbst wenn ich jetzt besser angefeuert hätte. Aber mal gucken, wie es bei Siren aussieht. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Ah, er macht Gravit. Okay, damit kann er mich nicht töten. Also nochmal raus damit. Ja, für die Leute, die es nicht kennen, Gravit bedeutet immer, dass mir prozentual was abgezogen wird. In dem Fall eben 75% sogar meiner aktuellen HP. Das ist natürlich übelst. So, jetzt machen wir Siren. Mal gucken, ob die mehr Schaden macht.
sollte eigentlich. So, da, da. Ah, 165, nicht schlecht. Mal schauen. Oh Mann, ich muss mich jetzt unbedingt heilen. Okay, da habe ich mich wohl geirrt. Okay. Ich glaube, ich schaffe ihn noch nicht. Okay, okay. Versuch was wert. So, ich muss mich unbedingt jetzt, also selbst wie muss heilen, bis ich das nächste Mal dran ist. Es ist eine echt harte Nuss. Man sollte ihn so früh eigentlich noch gar nicht machen. Andererseits, er levelt ja mit. Er wird ja nicht unbedingt viel einfacher. So. Ja, wenigstens Squall hat noch einiges an TP. So, wunderbar. Und jetzt... Oh, oh, ah, oh, Ifrit ist tot, verdammt, okay. Kann man jetzt nichts machen. Vita, bitte auf dich selbst. Das kann natürlich passieren. Der arme Ifrit, jetzt wird er keine AP bekommen, aber gut, bei Endboss-Fights muss man mit solchen Opfern einfach mal rechnen. Das könnte jetzt Quetzalcoatl genauso passieren. Wie ihr seht, ich kann es nicht mehr ausrüsten. Ja, ich drücke Pause, weil ich nicht möchte, dass die Zeit läuft, während ich nachdenke. Ich werde mal nochmal einen Angriff machen, mal gucken, wie das zieht. Und ich werde hier dann doch Shiva machen, weil Siren hat mich jetzt sehr enttäuxt. Okay, der Angriff von Xel hat mich auch enttäuscht. Egal. Ich mag herausfordernde Kämpfe. Wenn man sie dann schafft, ist es umso epischer. Ah, und wenn ich noch einmal diese gottverdammte Anfeuerungsdingen zurücksetze, das ist doch so ärgerlich, hey. Komm, lass mich nochmal drücken. Schnell. Ach, verdammt. Das ruckelt gerade ein bisschen, oder?